Wir sind wieder da. Ich habe gerade einen Schluck getrunken, deshalb war es so merkwürdig still hier. Mache ich jetzt auch noch. Prost. Genau. Für eventuelle Tonschwierigkeiten müssen wir uns entschuldigen. Skype kann ja nicht immer so richtig toll laufen. Nee, das stimmt. Aber wir hoffen, dass ihr uns trotzdem gut hört. Falls ihr Marlene etwas dumpf hört, es liegt an Skype. Ja. Wir sind jetzt übrigens hier. Wie? Sind das eigentlich immer so 10 Jahre, diese Abschnitte? Ich denke ja, ne? Könnt ja, auf jeden Fall, guck mal, es sieht so aus, hier ist ein alter Mann, hier ist, er hatte schon graue Haare, hier sieht er als Mann aus, hier ist Jugendlicher, als Kind und Baby, würde ich sagen. Ja. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, das Schnabeltier, das ist jetzt im Auto drin und das hat uns jetzt irgendwo auf eine Straße geführt. Und das Schnabeltier ist im Auto oder was? Ja, das ist ja jetzt hier drin. Wir schauen mal. Ach, also ich will unbedingt so ein Schnabeltier. Schauen wir mal, wo es uns hinbringt. Aber hier oben kann ja eigentlich noch gar nichts sein, boah, weil wir sind ja jetzt schon relativ weit in seiner Vergangenheit. Stimmt, genau. Deshalb. Und das ist ja, wo wir auch angekommen sind und da mit diesem komischen Ball da rumgespielt haben, ganz am Anfang. Ja, aber hier ist, nehme ich mal an, noch gar nichts. Nee, da ist kein Haus. Ist denn da ein Leuchtturm schon oder noch nicht? Das weiß ich nicht. Da müssen wir jetzt mal schauen gehen. Mal gucken. Wieso lauft ihr denn so kreuz und quer? Muss ich euch extra jetzt steuern? Das ist die Stelle, an der früher das Haus stand, oder? Das Haus, ja. Das niemals hätte sein dürfen. Mal ehrlich, was finden die Leute an ungewöhnlich hohen und gefährlichen Plätzen so faszinierend? Notiz Höhenangst erhalten. Wunderbar. Oh, hier ist ein Pfeil, der zeigt auf den Baumstumpf. Ja. Da können wir rüberhüpfen nur, deshalb. Okay. Ja, wir müssen ja irgendwie zu der Stelle kommen, wo es den Leuchtturm gibt oder gab oder was auch immer, könnte ich mir jetzt vorstellen. Was ist heute mit Skype los? Ey, das ist ja... Ja, ich höre dich auch total vermurkst. Ja. Also richtig so wie aus dem All. Ja, wir können es leider nicht ändern. Nee. Die Musik wird ganz traurig. Was ist denn los? Oh, der Leuchtturm ist noch an. Reva? Ich rede mit dir. Deswegen hast du mich damals angesprochen. Aber den Leuchtturm gibt's dann ja noch, okay? Ja. Ha? Wie sieht es jetzt aus? Schätze, es gehört dazu. Hä? Hör mal, das ist lange her. Es spielt eigentlich keine Rolle mehr, aber Izzy meinte, ich sollte dir besser die Wahrheit sagen. Ich hätte unser erstes Treffen nicht so vermasseln sollen. Also ich geh mal lieber weg von dir. Du bist mir nicht so ganz geheuer. Was ist das? Ein Hacky-Sack? Hacky-Sack? Das ist ein Hacky-Sack? Weiß ich nicht. Kannst du ihn bis zu Anja werfen? Keine Ahnung, soll ich es mal probieren? Würdest du? Ich versuch's mal. Hui! Da fliegt es hier. Und jetzt ist es... Reva! Bist du verrückt? Geh da weg. Haha! Ich glaube, diese Erinnerung ist nicht so weit von der letzten entfernt. Glaubst du, da besteht ein Zusammenhang? Ja klar. Wahrscheinlich. Sogar ziemlich sicher. Wir können ja mal in diese Richtung gehen. Oh, der Rucksack ist ein Memento, aber uns fehlt noch eine kleine Kugel. Ja. Wieso hat sie sich die Haare abgeschnitten? Ich mag lange Haare.
Und jetzt können wir weiter in die Vergangenheit. Mal schauen, wie weit es uns noch führt. Wir müssen ja den Zeitpunkt finden, wo er sich gewünscht hat, zum Mond zu fliegen. Ja, bereite es vor, bitte. Ja, ich hoffe, ich bin dazu in der Lage. Das wirst du schon schaffen. Okay, das ist jetzt diesmal wieder einfach. Ja. Denke ich. Ich würde es auch wieder diagonal anfangen, oder nicht? Ja, ist egal. Warte mal, eins. Ah, okay. Naja, ich denke mal, diagonal war jetzt nicht so ganz passend. Nee, das war jetzt nicht so der Bringer, stimmt. Naja, brauchen wir halt einmal mehr als... Ist ja auch egal. Ja, ist doch egal, eben haben wir noch mehr gebraucht. Ja, ist ah, der Rucksack. Wir machen ganz kurz eine Pause und gucken mal, was mit Skype los ist. Bis gleich. Genau. So, wir sind wieder da. Ich hoffe, es wird jetzt besser oder bleibt jetzt besser. Und wir aktivieren, ne? Ja, jetzt höre ich dich wieder verkorkst. Okay. Jetzt höre ich dich aber wieder gut. Na, dann das ist auf jeden Fall besser so rum. Ja, aktivieren. Ich habe auf jeden Fall gerade das Internet schon mal gemessen und das ist bei mir mit Vollspeed. Also daran kann es nicht liegen. Muss bestimmt an Skype liegen. Ja, ja, ja. Also bei mir ist eigentlich auch gut. Ich habe prima Geschwindigkeit. Die Störung wirkt sich bei jedem anders aus. Wirklich. Auch die bei Skype. Mhm. Oh, ich muss... Oh, warte mal. Es wird mir gerade mein Kopf weggedröhnt hier. Okay. Erzähl weiter. Nur weil wir beide daran leiden, sind wir nicht dieselbe Person. Aha. Ja. Okay. Wo ist denn das, Entschuldigung, wir müssen ein paar Live-Einstellungen hier durchführen. Ja, du musst sie durchführen, ich nicht. Ich sitze hier nur rum und laber dummes Zeug. Ja, einen Moment noch. Jetzt aber endgültig, meine Lieben, es geht weiter. Juhu, ja, yeah. Also das hatte ich schon gesagt, ne? Ja. Yeah. Dann schauen wir mal, was du noch zu sagen hast. Ah ne, ich bin jetzt dran. Aber du musst uns doch irgendwie helfen können. Nee. Anfangs war alles noch ganz in Ordnung, aber jetzt ist sie noch distanzierter als vorher. Selbst wenn wir im selben Zimmer sind, sie ist nie wirklich da. Das geht mir langsam an die Substanz. Ich weiß nicht mehr, wie ich das aushalten soll. Nun ja, ich kann nicht für Sie sprechen, aber viele von uns wollen nicht allein sein. Und dann basteln wir halt Papierhäschen und so. Oder schaffen uns Kätzchen an. Ja, oder eine ganz andere Frage ist aber, ob man das auch zeigen kann. Oder Schnabeltiere. Dass sie sich damit schwer tut, heißt noch nicht, dass sie keine Gefühle hat. Sie ist schließlich immer noch da, oder? Auch wenn sie nicht da ist. Manchmal musst du dir einfach den Glauben bewahren, dass du ihr wichtig bist. Du bist das. Ich muss erstmal ein bisschen in mich gehen. So, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, sich das zu sagen. Jeden Tag aufs Neue. Hallo, ich bin Nikolas. Ich kann auch mal was sagen. Sag mal, warum wirkst du eigentlich so normal, Izzy? Ah nee, das bist du, Nicole. Ah nee, ich hab Nico und Nicole gelesen. Tut mir leid, ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte. Das ist jetzt egal, weil ich nämlich wieder dran. Bei mir wurde es nämlich festgestellt, als ich noch sehr jung war. Es ist mühsam, aber nicht unmöglich, sich dann eine Maske sozialer Normen systematisch anzueignen. Sind die autistisch oder irgendwas? Was hat denn Riva jetzt? Irgendwie ist es so eine psychische Störung, hat die Riva. Ja, klar, gesagt. Mit Sicherheit. Weißt du, ich beneide Riva ebenso, wie ich sie bemitleide. Ah, doch, ja. Ich bin Schauspielerin geworden, weil ich mein Leben lang eine sein musste.
Ja, sein oder nicht sein. Nein, nicht nur auf der Bühne, sondern auch sonst. Immer. Ich bin so gut darin geworden, weil ich keine andere Wahl hatte. Nur so kann ich normal sein. Aber River hat das nie versucht. Sie blieb eine Außenseiterin und hat nie etwas dagegen getan. Ich weiß nicht, ob sie es nicht konnte oder nicht wollte, ob sie tapfer war oder feige. Es gibt Tage, an denen ich die ganze Verstellerei einfach nicht mehr aushalten kann. Und dann merke ich, es ist zu spät. Die Isabel, die die Leute kennen, ist nur eine Show. Und mein wahres Ich ist zu einer Fremden geworden, auch für mich. Ich glaube, letztlich beneide ich sie. Das ist ja ganz schön starker Tobak, ne? Ich habe noch nie eine Frau mit solchen Problemen getroffen. Du triffst sie laufen, du musst nur hingucken. Da siehst du, dann hast du wohl bisher noch keine einzige Frau getroffen. Du Vollidiot. Das hier geht uns nichts an. Komm. So, dann schauen wir mal, wo wir unsere Kügelchen herbekommen. Hier können wir nichts mehr machen. Wir können mal schauen, was River da macht. Ja. Weiß mal, nee, was das hier für ein Hampelmann ist. Hallo? Passt da wieder, oder? Die Welt wäre ein schönerer Ort, wenn sich die Leute Gesichter besser merken würden. Oh, was macht John denn ja jetzt? Also mit Musik kommt das Spiel noch, ist das wirklich noch eine Nummer besser. Das wirst du aber erst beim Hochladen hören. Ja, wie immer. Irgendwas Neues heute? Nein, nein. Was liest du denn da? Des Kaisers neue Kleider. Ich habe es geliebt, als ich klein war. Das haben wir doch schon irgendwo gefunden, das Buch. Mhm. Und tust du es noch? Natürlich. Blöde Frage. Nur aus anderen Gründen, die du nicht verstehst. Weil du nicht so bist wie ich. Als ich ein Kind war, stand ich total auf die... Was? Animorphs-Serie. Ja. Ja, stand ich. Ja. Weiß ich, deine Mutter hat dir ein Animorph-Buch zu unserer Hochzeit geschenkt. Ha, ha, ha. Hey, ja, das war ein ganz schön... merkwürdiges Geschenk. Aber wirklich. Ich war als Kind wohl ziemlich besessen von dieser Serie. Und ein Greenscreen! Oh nein, Leute. Wir mit diesen Bildern Folge weiter. Verabschieden wir uns. Ja, yeah, schönes Grün. Das Kaisers neue Kleider in Animorph-Qualität. Wunderbar. Ich hoffe, es hat gespeichert. Ja. Bis gleich. Okay.